der ja bekannt war für seine Stärke im Kampf, im Zweikampf. Er konnte mit zwei Schwertern kämpfen, so wird erzählt. Okay? Auf jeden Fall, als sie ihn gesehen haben, die zwei Wächter, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ihre Schwerter genommen und sie um den Hals, um diesen Götzen gebunden und gesagt, wenn du es kannst, dann verteidige dich wenigstens heute selbst. Verteidige dich wenigstens heute selbst und sind weg, abgehauen. Das war's. Okay? Und natürlich sollte ihnen dann klar geworden sein, dass es ja keinen Sinn macht, dass man einen Gott verteidigen muss. Ja. Auf jeden Fall, man sieht, wie weit die Menschen abgeirrt waren. Deswegen sagt Allah, wa man adallu min man yad'u min dunillah, wer ist abgeirrter als jemand, der jemand anders auswählt als Allah. Okay, dann erwähnt der Autor noch einen zweiten Vers und sagt er, wa qawluhu, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Und diejenigen, die sie ohne ihn anbeten, die sie außer Allah anbeten, ma yamlikuna min qitmir, sie verfügen nicht einmal oder sie vermögen nicht einmal über ein Häutchen von einem Dattelkern. Ein Dattelkern hat eine kleine Haut außenrum und nicht einmal diese Haut können sie zum Beispiel mitwirken, wie es groß wird, klein wird, was in Farbe es hat. Sie können nicht einmal damit wirken. Und das ist etwas, was keinen Wert hat. Es hat keinen Wert, also keiner wird das kaufen. Keinen Wert. Und nicht einmal bei so einer Sache können sie mitwirken. Ja. Auf jeden Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen klar gemacht, auf was sie sich da verlassen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Selbst wenn sie hören würden, diese falschen Götter, die Sanam, die Figuren und so, selbst wenn sie hören würden, مَسْتَجَابُوا, würden sie ihren Dua nicht erhören können. Oder würden sie ihren Dua nicht erhören. Ja, weil sie nicht können, ja, ganz einfach, sie können nicht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala des Weiteren im Koran, hat ja Ibrahim a.s. hat ja mit seinem Vater gesprochen, mit seinem Vater diskutiert. Sein Vater, der die Götzen selbst hergestellt hat. Ja. Wie ist der Name von Ibrahim? Sein Bruder? Ne, Vater von Ibrahim? Azar. 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 Und dann Ibrahim a.s. hat zu seinem Vater gesagt, Ya Abati, mein Väter Hashem, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. Warum betest du etwa jemanden an, der nicht einmal hören kann und nicht einmal sehen kann? Der weder hören noch sehen kann. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ, und der dir auch überhaupt nicht helfen kann. Ja. Auf jeden Fall, das war sein Argument und das ist also auch unser Argument. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Das heißt, Allah sagt in diesem Vers, dass jeder Mensch, der abweicht von dem Weg von Ibrahim a.s., von der Religion von Ibrahim a.s., Al-Hanifiyyah, das heißt der Islam, wer abweicht von diesem Weg, ist betört, ist schwachsinnig, ist nicht gesund im Kopf, hat keine Aql. Ja? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Und am Tag der Auferstehung, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sie werden leugnen, dass ihr sie angebetet habt. Warum? Stellt mal vor, Yawm al-Qiyamah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, wird es ja so sein, dass jeder Mensch dem folgt, was er angebetet hat. Wenn ein Mensch Isa angebetet hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Shaitan machen, der so aussieht wie Isa, und dann die Leute, die Isa angebetet haben, werden dorthin gehen zu diesem Isa. Und werden die Christen auch leugnen, dass sie Jesus angebetet haben? Um sich frei zu sprechen, selbstverständlich. Wenn sie merken, was Sache ist, werden sie sich freisprechen. Wie Allah es gesagt hat. Okay? So. Und dann, die Leute, die die Sonne angebetet haben, werden der Sonne folgen. So ist im Hadith. Und die Leute, die den Mond angebetet haben, werden dem Mond folgen. Und die Leute, die den Stein angebetet haben, werden den Stein folgen. Die Leute, die Shaitan angebetet haben, gibt es ja auch. Und wenn sie die Feuer angebetet haben, werden die Feuer. Allah ist da. Und jetzt, und dann sagen sie: Nee, 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 wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Wir haben nichts mehr mit euch zu tun. Und Allah hat es so gesagt, das heißt, es wird genau so passieren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Und es wird dir niemals jemand so eine gute Nachricht, gute Kunde geben können, wie einer, der ein Experte ist, ein Allkundiger. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten mit uns, Allah sagt, ich bin Al-Khabir, der Allkundige, ich weiß alles aufs Beste ganz genau, aufs Detail ganz genau. Niemand, du wirst, es gibt keiner, der es besser weiß als ich. Das heißt, nimm das an, was ich dir sage. Ja? Und natürlich, wir nehmen das an, was Allah subhanahu wa ta'ala
gesagt hat. Okay, jetzt gibt es eine Frage. Und zwar, zu dem, was wir gesagt haben, könnte man jetzt die folgende Frage stellen. Und zwar, können die Toten Menschen hören oder können sie nicht hören? Und wenn man sie begrüßt, grüßen sie einen dann zurück oder nicht? Ja? Das ist eine Sache, die unter der es zwei Ansichten von Gelehrten gibt. Die erste Ansicht ist diejenige, dass die Toten nicht hören können, wenn man sie begrüßt. Weil wir wissen, wenn wir zum Grab gehen oder zum Friedhof gehen, gibt es ein Dua. Und der fängt an mit Assalamu alaikum. Dafür sagen das so. Es ist ein Dua. Wenn wir gehen zum Friedhof. Zum Friedhof, ja. Ja. Und wir sagen Assalamu alaikum, ja, ahlil kabur. Es gibt ein längeres Dua, ja. Und wenn wir sagen Assalamu alaikum auf Deutsch, bedeutet Friede sei mit euch. Manche Gelehrte haben gesagt, erstens, dass die Toten diesen Dua nicht hören. Erste Ulama-Gruppe haben gesagt, diese Dua, die Toten hören nicht, wenn man sagt Assalamu alaikum. Jetzt muss ich fragen von Ihnen. Die toten Leute, das hören nichts, das, ne? Ja, es gibt zwei Meinungen, wie ich gesagt habe. Manche Ulama haben gesagt, die hören, manche Ulama haben gesagt, hören nicht. Okay? Aber manche sagen, gehören. Ja, manche sagen, ja. Warum? Jetzt sage ich. Erste Ansicht, sie haben gesagt, dass die Toten nicht hören. Und zwar, wenn man sagt Assalamu alaikum, dann ist das, haben sie gesagt, ein Dua. Möge der Friede mit euch sein. Das möge Allah euch beistehen. Ja, möge Allah euch Frieden geben. Also, und es muss ja nicht sein, dass der Tote unbedingt das hören muss, dass man für ihn Dua macht. Ja? Und es gibt einen Hadith, und zwar, der hat Ibn Abd al-Barr als authentisch eingestuft und Ibn Qayyim rahimahullah auch. Und zwar, بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام. Und zwar ist ein Hadith überliefert, dass wenn man Assalamu alaikum zu jemandem sagt, also beim Grab, sagt Assalamu alaikum, dann Allah subhanahu wa ta'ala schickt die Seele zurück zu diesem toten Menschen und der tote Mensch sagt, wa alaikum assalam, grüß zurück. Wenn dieser Hadith tatsächlich sahih ist, wie Ibn Abdullah gesagt hat, dann ist das genau für diese Situation bestimmt. Das heißt, wenn man sagt Assalamu alaikum Tote, dann hört er. Aber nicht für alle anderen Situationen, ist die erste Ansicht, ja, der Gelehrten. Okay. Die zweite Ansicht ist diejenige, dass die Toten den Salam natürlich hören können. Ja? Und sie haben das belegt mit dem Hadith eben jetzt gerade eben. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Der Friede sei mit euch. Oh ihr, oder man begrüßt die Bewohner dieses Friedhofs, die gläubigen Bewohner dieses Friedhofs. Und sie haben gesagt, es macht ja keinen Sinn, dass man Assalamu alaikum zu Leuten sagt, die nicht hören können. Ja. Und sie haben auch belegt damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist auch bei Bukhari, und zwar, dass man, wenn man einen Toten begraben hat, dann hört der Tote sogar noch, wie die Menschen weglaufen vom Grab. Der Tote hört das noch. Man begräbt ihn, zumacht, weggeht, er hört die Schritte. Wenn Janaza fertig macht, Janaza die fertig. Leute zurück. Richtig. Ja, und deswegen, manche Ulama haben gesagt, der Tote hört. Ja? Und die Antwort auf diese zwei Belege ist derjenige, dass wir, wie gesagt haben, es muss nicht sein, dass der Tote hören kann, nur weil wir sagen Assalamu alaikum. Der Beweis dafür ist derjenige, und wir sagen im Salah Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei mit dir, O Prophet, und Allahs Barmherzigkeit und seine Segnungen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Dua nie gehört. Also von seinen Freunden, wenn sie hinter ihm gebetet haben. Ja. Und trotzdem, der Segen, Salah, kommt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sagt, Assalamu alaika, ayyuhan Nabi. Diese Salah geht zu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nach Medina. Okay? Aber er hört dich nicht. Er hört uns nicht. Obwohl du sagst, oh Friede sei mit dir, O Prophet. Du sprichst direkt praktisch ihn an, sprachlich. Ja? Und trotzdem, er hört dich nicht. Und trotzdem, Dua kommt zu ihm. Deswegen, wenn wir gehen zu Janaza, sagen Assalamu alaikum, dara qawmin mu'minin,
Es muss nicht sein, dass sie uns hören kann. Ja? Und dass sie die Schritte hören, das kann sein, dass es speziell gilt für den Friedhof, für die Ende der Janase. Muss nicht sein, dass es die ganze Zeit gilt. So. Und der Gelehrte sagt, diese beiden Ansichten sind gleichwertig, beide gleich stark. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Sache ist nicht wichtig, weil sie können sowieso, also die Angst besteht in was? Manche Leute denken, wenn der Tote hören kann, dann man kann Dua machen zum Toten. Man kann ihm sagen, gib mir das, hilf mir das, weiß das nicht was. Das ist die Katastrophe. Aber sowieso, der kann nichts machen. Allah sagt, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Selbst wenn sie hören würden, sie können Dua nicht erhören. Sie können nicht Istijabe machen. Geht nicht. Okay. Das ist die, was wir sagen. Okay. Dann sagt der Autor folgendes, erwähnt folgenden Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar erzählt uns Anas ibn Malik radiallahu an. Er sagte, شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Und zwar sagte Anas radiallahu anhu, am Tag von Uhud, Schlacht von Uhud, Ghazwa von Uhud, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich am Kopf verletzt und sein Eckzahn ist kaputt gegangen. Und der Ruba'iyya ist folgendes, wir haben hier vorne die zwei Schneidezähne und dann haben wir hier zwei Eckzähne. Diese zwei Eckzähne. Ja? Dieses, einer von den beiden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und vielleicht auch beide, Allahu a'lam, kaputt gegangen. Am Tag von drei Ohren. Oder vier, das weiß ich nicht. Einer von diesen. Hier hat man zwei rechts und zwei links. Und einer von diesen ist kaputt gegangen. Ja? Und bei der Schlacht, beim Kämpfen. Ja? Sallallahu alaihi wasallam, weil er hat mitgemacht. Jihad. In der Hauszeit. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ihm das passiert ist, sagt er, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَّهُ. Wie kann es sein, dass ein Volk in Jannah geht, erfolgreich sein wird, wenn sie den Eckzahn ihres Propheten zerstören. Und dann sagte, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers abgesandt, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. Es ist gar nicht deine Angelegenheit. Subhanahu wa ta'ala. Und, okay. Aus dieser Sache lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zurechtweist, wenn er etwas sagt, was ihm nicht zusteht. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies gibt, Jannah, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in die Hölle bringt, das geht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wie er sagte, innama ana mundir, ich bin nur ein Warner. Ich bin nichts anderes als ein Warner. Und er sagte auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran beschrieben als jemand, der die Botschaft überbringt. Das war's. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht zu entscheiden, wer in Jannah geht und wer nicht in Jannah geht. Und deswegen, es kann sein, dass ein Volk seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Propheten verletzt und danach trotzdem gehen sie in Jannah, weil sie gläubig geworden sind danach. So, was wir auch gleich sehen werden. Die Frage ist jetzt, und zwar worum es hier überhaupt geht, ist folgendes. Und zwar, Allah sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist nicht deine Angelegenheit. Das heißt, halte dich da raus. Das heißt, wenn er nicht einmal bestimmen kann, er ist der beste Mensch, dann erst recht alle anderen falschen Götter, falsche Schirk-Götter, können gar nichts machen. Alle anderen Awliya können gar nichts machen. Das ist der beste Wali. Also das ist, was wir aus diesem lernen wollen. Und dann, das heißt, niemals denken, Allah wird diesen Menschen nie vergeben, Allah wird diesen Rahma nicht dir geben und weiß nicht was. Allah weiß nicht, wer ist doch von Allah. Wir wissen nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala machen wird und wem er seine Rahma geben wird oder wie sie nicht geben wird. Und deswegen, wir kennen ja die Geschichte von den Leuten, von den Kindern Israels, Bani Israel. Und zwar gab es zwei Leute. Der eine, MashaAllah, hat viel gebetet und viel gefastet und immer Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam gewesen. Und dann andere Person, sie hat sehr viele Sünden gemacht, sehr viele falsche Sachen gemacht. Eines Tages, jedes Mal, wenn der eine salih Mensch den Sünder sieht, sagt er zu ihm, hör auf, die Sünde zu machen, hör auf, aqsir, aqsir, hör auf damit. Und dann eines Tages hat er ihm gesehen, wie eine Sünde begeht, und dann hat er zu ihm gesagt, Wallahi, Allah wird dir niemals vergeben. Allah wird dir niemals vergeben.
Und Allah subhanahu wa ta'ala hat beide sterben lassen.